So this is going to be a talk by Kurt Opsahl, who's an attorney with the Electronic Frontier Foundation. And yeah, the talk is called Through a Prism Darkly. Give him a warm round of applause, please. Ja, auch herzlich willkommen von den Übersetzern zum Through a Prism Darkly Talk, eine Referenz an die Korinther aus der aus unserer Lieblingsbibel. Guten Tag, ich arbeite bei der Electronic Frontier Foundation. Wir sind eine Organisation, die sich darum kümmert, um Freiheits- und Bürgerrechte online zu verteidigen. Und ich bin ein Teil des Rechtsteams, das gegen die NSA arbeitet und seit 2006 in den Gerichtshöfen gegen sie kämpft. Und wir haben einiges gelernt in dieser Zeit. Auch viel davon ist 2005 erstmals rausgekommen und natürlich viel, was diesen Sommer herausgekommen ist. Und ich werde darüber reden, was wir wissen. Ich fange mit dem Hintergrund an, wo wann diese Programme geschaffen wurden, ein paar dieser Codenamen, einige der Espionagegesetze, die diese Programme erlauben. Wir werden im Wesentlichen über zwei Arten von Programmen reden. Einige werden durch den Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act und den Patriot Act legalisiert wurden. Und dann gibt es solche, die nicht durch Gesetze legitimiert sind, sondern durch Executive Orders, also direkte Statuten, die vom Präsidenten unterschrieben werden. Das sind zum Beispiel Muscular oder Ball Run. Und als allerletztes werden wir darüber reden, was man tun kann, um gegen diese Sachen zu kämpfen. Also zum Hintergrund. Nach 9/11 hat Präsident Bush die NSA quasi von der Leine gelassen und sie haben begonnen zu versuchen, jeden zu jeder Zeit zu überwachen. Vorher hatte die NSA immer mit einigen Einschränkungen zu tun gehabt, unter anderem den Foreign Intelligence Surveillance Act aus den 60ern, als damals eine Reihe von Skandalen den Kongress dazu gebracht hatte, die NSA ein bisschen einzuschränken. Also ein Teil dieses Programms wurde später das Terroristenüberwachungsprogramm genannt. Und das wurde 2005 eingesetzt. Die TSP, also das war eine Tautologie, dieser Begriff. Weil Sie dann etwas sagen könnten, wie dass das TSP nur Terroristen überwacht, was aber natürlich nicht der Fall war. Dann gab es noch das PSP, das ohne irgendwelche Gerichtsbeschlüsse gemacht wurde. Das hatte quasi keine rechtliche Grundlage irgendwie, hatte nichts mit Recht und Gesetz zu tun. Und warum machen Sie das und wie machen Sie das? Die Hauptinspiration kommt davon, dass wir diese US-amerikanischen Firmen haben, die tatsächlich an den Kabeln sitzen, an den Enden der Kabeln sitzen. Und dieses Diagramm zeigt die Kommunikation zwischen verschiedenen Regionen der Welt und die Bandbreite. Und es gibt diese breiten orangen Linien. Und die sind auf die USA und Kanada fokussiert. Und das bedeutet, dass ein Großteil der Kommunikation in der Welt, auch wenn sie nicht in die USA oder gehen und von dort kommen, werden vermutlich durch die USA passieren. Und weil es der billigste Weg und oft auch der effizienteste Weg ist. Und es erlaubt den Firmen, die an diesen Kabeln sitzen, sich anzuschauen, was bei ihnen da vorbeifließt. Und sie haben also mit diesem Programm angefangen und haben es für einige Jahre getan. Und es war alles unheimlich geheim. Und es war so geheim, dass zum Beispiel die Rechtsabteilung der NSA noch nicht mal die rechtliche Begründung dieser Dinge sehen durfte. Und noch nicht einmal das Justizministerium der USA wusste genau, wie diese Sache rechtlich begründet wurde. Doch dann nach und nach haben sogar Leute im Justizministerium angefangen zu sehen, was dort geschah und wie es begründet wurde. Im März 2004 hat der Generalstaatsanwalt einen Antrag bekommen, den er einfach nicht unterschreiben konnte. Er ist kein libertärer, freier, linker Staatsanwalt. Er ist recht konservativ, aber es war trotzdem zu viel. Er konnte es nicht unterschreiben. Sie hatten sich eine Definition überlegt,
sodass eine bestimmte Art, wie sie an Informationen gekommen sind, nicht als Akquisition galt, was ein bestimmter rechtlicher Begriff ist, der bedeutet, dass sie keine rechtlichen Einschränkungen haben würden an dieser Stelle. Und dieser Generalstaatsanwalt hat sich eben geweigert, diese Sache zu unterschreiben, und an der Stelle hat sich ein Anwalt des Weißen Hauses eingeschaltet. Also, sie sind also zum Krankenhaus, in dem sich befand, um dort möglichst schnell hinzukommen, um zu verhindern, dass jemand das unterzeichnen konnte. Also, dass der Generalstaatsanwalt es nicht unterschrieben hat. Und sie haben angedroht, zurückzutreten, wenn das Programm so fortgesetzt werden würde. So für ein paar Monate hatten sie keine Möglichkeit, dies zu tun. Aber dann hatten sie eine neue Theorie, wie man an die gleichen Informationen kommen kann. Und wir haben nie davon erfahren, weil die Leute nicht tatsächlich zurückgetreten sind. Aber ein Jahr später hat die New York Times zum ersten Mal die Existenz des PSPs veröffentlicht und haben sich dabei insbesondere die Sammlung von Inhalten hervorgehoben. Der Präsident hatte dann zwar zugegeben, dass ein Programm existiert, um Terroristen zu überwachen, aber nichts weiter dazu bekannt gegeben. Im 2006 hat USA Today dann veröffentlicht, dass man die Metadaten zu den Anrufen, also wer daran teilnimmt an einem Telefonat, aufzeichnet. Das war auch in der Zeit, in der denn die ganze Sache mit Verizon anfing, aber auch die Zeit, in der IFF das erste Mal zu Gericht gezogen ist gegen diese Programme. 2007 hat die Regierung beschlossen, dass sie diese ganzen Sachen unter die Verantwortung des Foreign Intelligence Surveillance Court bringen wollen. Das ist ein geheimes Gerichtshof, über den wir später noch reden werden. Und zu dieser Zeit hat dann die Regierung den Protect America Act, also das Statut zum Schutz Amerikas, beschlossen. Und 2008 haben sie letztendlich den FISA Amendment Act beschlossen, der auch einige Änderungen beim Foreign Intelligence Recht bedeutet hat. Es gibt einige Codenamen, die wir uns merken sollten. Das eigentliche Überwachungsprogramm war als Stellar Wind bekannt. Und man kann es sich vorstellen mit vier verschiedenen Teilen. Also es gibt quasi eine Tabelle mit zwei Sachen. Man hat entweder Telefonie oder Internet und Inhalt oder Metadaten. Und dann gibt es an jeder Intersektion einen bestimmten Namen dafür. Das bedeutet nicht, dass das die einzige Sache hier ist. Also zum Beispiel Marina sammelt Metadaten aus dem Internet, aber es sammelt eben auch andere Informationen. Ein paar andere Codenamen. Es gibt Evil Olive. Da geht es um Geodaten. Das ist 1EF genannt. Das ist eine Gerechtfertigung, womit sie das begründen wollen, weil sie sagen, dass im Endeffekt nur ausländische Daten aufgefangen werden. Und ich finde den Namen besonders schön, weil Evil Olive auch ein Anagramm für I Love Evil ist. Dann gibt es noch FASIA, das ist eine Datenbank mit Aufenthaltsorten. Und FASIA scheint eine Referenz auf irgendwas mit Faschismus zu sein, würde ich sagen. Dann, Boundless Indeed. Ihr habt bestimmt von Boundless Informant, also dem grenzenlosen Informanten, gehört. Es ist eine gefärbte Karte, die zeigt, wo es bestimmte SIG-Adressen gibt, die Daten sammeln. SIG-Adressen, davon gibt es, auf dieser Karte gibt es 504 SIG-Adressen, und insgesamt summiert sich das zu Milliarden von Stücken von Informationen in sehr, sehr kurzer Zeit. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, natürlich der Iran ist stark überwacht, er ist rot, Pakistan ist rot, aber wie ihr auch sehen könnt, gibt es auch viele Länder, die eigentlich Verbündete der Staaten sind, die tatsächlich
mehr als nur ein bisschen überwacht werden. Natürlich ganz bekannt auch Deutschland in Orange und die gleiche Sache für die Vereinigten Staaten, genau wie China. Also, hier gibt es ein paar von den Spionagegesetzen. Es gibt den Wiretap Act. Das war eins der ersten Gesetze, das wir in den USA zu diesem Thema hatten, das regulieren sollte, wann die Regierung euren Telefongesprächen zugehören kann. Der wurde in den 60ern beschlossen. Und es war vor allem für Verfolgung von Kriminellen. Dann gab es in den 60ern und 70ern den Foreign Intelligence Surveillance Act. In den 80ern gab es den Electronics Communications Privacy Act, der es versuchte, die Kommunikationsgesetze etwas zu modernisieren und schon E-Mail damit irgendwie aufzunehmen. Dann gab es den USA Patriot Act, kurz nach 9/11. Besonders bekannt ist hier die Sektion 215, die letztendlich sehr wichtig für die Spionageprogramme werden sollte. Als dieses Gesetz beschlossen wurde, nannten viele Leute diese Sektion die Bibliothekspartie, weil Leute glaubten, dass es darum ging, dass die Spionage, dass die Geheimdienste in der Lage sein sollten, herauszufinden, welche Bücher ihr in Bibliotheken ausleiht. Dann den Protect America Act, der eigentlich nur temporär war. Dann gibt es den FISA Amendment Act, der Sektion 702 verändert hat. Darüber werden wir später noch reden. Es geht darum, wie man Nicht-Amerikaner was spionieren kann. Und es gibt die Executive Order 12333. Das ist quasi ein Statut, das direkt vom Präsidenten kommt und erstmals von Reagan und mehrmals verändert wurde danach. Und es geht darum, wie man außerhalb der bestehenden Gesetze Leute ausspionieren kann. Zimmer 246-11 von AT&T in San Francisco wurde ein Splitter gefunden, der angeschlossen war, sodass eine Kopie des Lichts an die NSA geht und eine Kopie weitergesendet wird. Und er hat ein Foto des Zimmers gemacht. Du musstest von der NSA zugelassen werden, um in den Raum hineinzukommen. Und selbst als dort etwas schiefgelaufen ist und etwas nicht mehr richtig funktioniert hat, weil einige der Daten nicht mehr rauskamen, konnten sie niemanden hineinsenden, um das zu reparieren. Das hat einige Tage gedauert, bis die NSA das repariert hat. Diese Grafik zeigt, wie der Splitter funktioniert. Wir haben alle nette Leute oben, dann gehen deren Kommunikation zu der AT&T-Anlage und dort werden zwei Kopien des Lichts gemacht und der eine Teil geht an die NSA und der andere Teil geht weiter. So wie viel können Sie eigentlich bekommen, indem Sie an den Kabeln sitzen? Und NSA sagt, es ist nicht so viel, es sind nur ungefähr 1,6% des Internet-Traffics der Welt. Aber man sollte darauf hinweisen, dass das eine ganze Menge Information ist. Zum einen sind ungefähr 12% Web, 3% Kommunikation und das meiste ist Video-Streaming. Ungefähr 2/3 der Kommunikation ist E-Mail-Spam. Also wenn wir Ihnen glauben, und das sind wirklich nur 1,6%, dann sind das immer noch 30 Petabyte am Tag, die Sie einlesen. Und das ist nur von dem Internetverkehr. Sie kriegen ja zusätzlich immer noch Telefonate, entsprechende Metadaten und Positionen. So, wo bringt man diese ganzen Daten unter? Und es stellt sich heraus, dass es ein kleines Problem ist. Insofern haben Sie ein neues Rechenzentrum in Utah gebaut, das Sie gerade erst angefangen haben zu bauen. Ist ungefähr 10.000 Quadratmeter Server Space. Also, das heißt, Sie könnten dort bis zu 12 Exabyte unterbringen. Es verbraucht sehr viel Strom, bis zu 75 Megawatt. Bruce Deckel von der Internet Archive, die Wayback Machine betreiben, die eine Menge Ahnung davon haben, wie man viel große Mengen von Daten speichert. Und der schätzt, dass es ungefähr 464 Quadratmeter braucht, um ungefähr ein Jahr von Daten, die NSA speichert, unterzubringen. Wofür ist also dieser ganze Platz da? So, was macht man jetzt mit den Daten, wenn man sie erstmal dort gespeichert hat? Man
man kann mit Data Mining durch alles durchgehen und also man kann E-Mails heraussuchen, Telefonate, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, Kommunikation zwischen Terroristen zu sein. Das ist also, was sie versuchen zu tun. So, wie machen sie das? Eine Art und Weise, wie sie das machen, ist, indem sie ein kleines Wortspiel damit machen, was sie tun. Sie halten die Daten, statt sie zu sammeln. Also insofern konnten sie mal sagen, sie sammeln die Daten, nicht wenn sie befragt wurden von Politikern, und mussten dann später erklären, was das eigentlich bedeutet. Der Direktor der NSA hat es so erklärt: Stellt euch eine große Bibliothek vor. Was für mich die Sammlung von Daten bedeuten würde, wäre es, in eine Bücherei zu gehen und sagt, was für eine schöne Sammlung haben wir hier. Und dann müssten wir sagen, nein, es ist ja keine Sammlung, wenn man diese Bücher noch nicht geschrieben hat. Als gefragt wurde, wie viele Daten von Amerikanern denn dort drin sind, sagte McConnell, auch von der NSA, wir wissen es nicht genau. Wir werden es ja nicht wissen, bis wir uns diese Datenbank anschauen. Und solange wir uns das nicht anschauen, ist es ja auch egal. Stattdessen haben sie sich etwas darauf konzentriert, was ihre Zielscheiben sind. Dieses Diagramm zeigt ein bisschen, welche Arten von Kommunikation sie sich anschauen. Und diese Zahlen sind tatsächlich recht verifiziert. Und sie sind dann doch nicht besonders groß. Denn was sie sich hier anschauen, ist, welche Dinge sie ins Visier nehmen. Das heißt, selbst wenn sie die Dinge ins Visier nehmen, werden sie trotzdem währenddessen wesentlich mehr als Beifang quasi mit dazu nehmen. Das heißt, das Beängstigende hier ist, dass so ein Selektierungsfaktor sehr, sehr viel Information bedeuten kann. Also, lasst uns über Pfizer AAA 702 reden. Das ist ein Gesetz, das 2008 durchgebracht wurde. Und es ist designed, um den Inhalt von Kommunikation, die außerhalb der USA stattfindet, abzugreifen. Und es gibt zwei Teile, die muss man beide benutzen. Es gibt Upstream, das sitzt an den Kabeln und den Fiber-Optic-Kabeln. Und es gibt Prism, von dem wir diesen Sommer erfahren haben. Und das tatsächlich direkt von den Servern der Anbieter dieser verschiedenen Dienste sammelt. Und Prism ist durch zwei Statuten legitimiert und durch verschiedene andere, über die wir uns später noch unterhalten werden. Und es hatte einige Regeln zur Anvisierung von Zielen und zur Minimalisierung. Zum Beispiel wurde gesagt, die Ziele müssen Ausländer sein. Das bedeutet, sie interpretieren das so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kommunikation ausländisch ist, muss 51% oder höher sein. Das heißt, es ist nur ein bisschen besser, als wenn man eine Münze wirft. Und wenn es unbekannt ist, also wenn nicht das Gegenteil bewiesen ist, dann wird angenommen, dass es ausländische Kommunikation ist. Und wenn sie nicht genau sagen können, was es ist, weil es verschlüsselt ist, dann, naja, werden sie es erstmal einfach behalten, bis sie in der Lage sein werden, es herauszufinden. Und um diese Gerichtsbeschlüsse zu kriegen für diese Überwachung, gehen sie zum Pfizer-Gericht. Ich habe dieses Gericht noch nicht gesehen, aber jemand, der es einmal gesehen hat, hat dieses schöne Bild von seinem Eingang gezeichnet. Es gibt diese sichere Tür, ihr könnt diesen Reader für Fingerabdrücke sehen. Das Pfizer-Gericht ist hochbeschützt und momentan ist es im Gericht in Washington D.C. und ganz lange, für die ersten 20 Jahre oder so, war es tatsächlich im Justizministerium, im gleichen Gebäude wie die Anwälte, die zu diesem Gericht gegangen sind, um ihre Erlaubnisse zu kriegen, Leute auszuspionieren. Dann haben sie irgendwann sich gesagt, vielleicht ist das doch ein bisschen zu viel, vielleicht ist doch alles ein bisschen zu verfilzt. Darum sind sie in ein neues Gebäude gezogen. Und dieses Gericht wurde durch den Foreign Intelligence Surveillance Act eingerichtet. Und tatsächlich ging es ursprünglich darum, Spione auszuspionieren. Also zum Beispiel so ein bisschen die traditionelle Wahrnehmung von Spionage gegen Diplomaten und andere Spione. Doch nach 9/11, nach den Terrorangriffen, wurde das sehr weit erweitert.
Und es geht mittlerweile wesentlich weiter als damals. Und es ist im Endeffekt ein Gericht, wo man hingeht, um seinen Standardstempel zu kriegen. Die Leute, die dort reingehen, naja, also es gibt eine unheimliche Rate von Zustimmung. Und im Endeffekt gibt es niemanden, der gegen die Regierung argumentieren kann. Also es gibt nur eine Seite. Und nach einigen der Leaks diesen Sommer haben wir herausgefunden, dachte der Pfizer Court, er muss sich vielleicht einmal erklären. Und sie sagten im Wesentlichen, wir haben nicht die Kapazität, um irgendwelche Beschwerden näher zu untersuchen. Wir haben auch nicht, sie haben also im Endeffekt keine Möglichkeit, irgendeine Art von Kontrolle für die Spionageprogramme darzustellen. Also ein paar Definitionen innerhalb des Gesetzes, die wichtig sind. Die erste ist eine United States Person. Das ist, also es versucht, einen amerikanischen Bürger zu verteidigen, nicht euch. Das ist entweder ein, das zweite ist ein Foreign Intelligence Information, also das ist das, was sie versuchen zu sammeln, also das sind Angriffe, irgendwelche Informationen über Terroristen, aber auch alles, was irgendwie mit den Beziehungen der USA mit anderen Staaten zu tun hat. Und da fällt ja so ziemlich alles drunter. Also das ist ein sehr weit gefasster Begriff. Fast alles, was irgendwie passiert, kann damit zu tun haben, was für eine Beziehung die USA mit einem anderen Staat haben. Insofern benutzen sie, wann immer sie erklären wollen, was sie da tun, werden sie ein Beispiel verwenden, wie dass sie zum Beispiel Terroristen verfolgen oder dass das, was sie tun, einschließt, dass sie Angriffe suchen. Also wir haben ja schon erwähnt, dass es ungefähr dass es mindestens 51% oder mehr sein müssen. Wie finden sie das heraus, ob man wirklich 51% erreicht? Da gucken wir uns mal das X-Keyscore-Dashboard an. Da gibt es so ein Dropdown, über den man sich angucken kann. Und da kann man dann eine dieser Optionen auswählen. Und das ist dann eine bereits vorher zugestimmte Begründung, warum man auf etwas zugreifen kann. Und das ist ziemlich schwer, da einen Fehler zu machen, weil alle Antworten richtig sind. Hier gerade einen kleinen Applaus. So, und dann sind die Prozeduren zum Auswählen von Zielen. Also das ist das, was Sie meinen, wenn Sie auf etwas, also ein Ziel auswählen. Also hier zum Beispiel mit Schweden. Und das Ziel, was Sie hier auswählen, sind alle Personen in Schweden, die eine bestimmte URL geöffnet haben. Das heißt, man gibt die URL in einem Feld ein und dann das Land in einem anderen Feld und dann drückt man auf den Knopf und dann hat man eine gezielte Sammlung von Daten. Also ein Beispiel war alle Kommunikation, die das Wort Ericsson beinhaltet, und das Wort Radio oder Radar. Das war gezielte Überwachung. Also man kann sich vorstellen, wie viele Kommunikationen es gibt, die Begriffe Radio oder Radar beinhalten, die eine Person Ericsson beinhalten. Also das ist es, was Sie meinen mit gezielt auf Daten zugreifen. So, nachdem Sie die Daten erhalten haben, dann verarbeiten Sie sie. Hier sieht man einige der Datenbanken, die wir vorhin erwähnt haben. Marina, Mainway, Nucleon. Es geht also durch die ganzen Prozesse und landet am Ende in der Datenbank, wo man es später abfragen kann. So, dann wenden wir uns mal Sektion 215 des Patriot Acts zu. Das, was man ursprünglich mal als die Bibliotheksprovision betrachtet hat, wo man dachte, das hätte eine Restriktion, was man dort tatsächlich mit sammeln darf. Und da sollte es irgendwie eine autorisierte Untersuchung geben, das ähnlich zu dass man eine Jury bräuchte, um überhaupt untersuchen zu dürfen. Und dann haben wir die Verizon-Order gesehen. Und da stellte sich dann heraus, dass relevant bedeutet alles. Alle Telefonate von allen Leuten jederzeit, alle Informationen über sie täglich, konstant
Und alle 90 Tage wird das Ganze erneuert. Aber es sind ja nur Metadaten. So. Insofern hat Präsident Obama dann dazu bekannt gegeben, wir hören euren Gesprächen ja gar nicht zu, sondern wir untersuchen ja nur die Metadaten, die dabei anfallen. Also das, sie heben immer wieder hervor, dass sie ja gar nicht den Gesprächen zuhören. Aber lass uns das mal ein bisschen genauer angucken. Also die eine Aussage war, dass wir die Identität der Person nicht bekommen. Ja, das ist ja ganz schön. Aber es kann ja sein, dass die NSA Telefonbücher hat und insofern könnten sie dann ja doch irgendwie nachgucken, wer das ist. Sie haben auch gesagt, dass sie keine Informationen über Positionen in diesem Programm haben. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass es einfach ein anderes Programm gibt, in dem sie diese Informationen sammeln. Und dann haben sie gesagt, es gibt nur ein paar hundert Selektoren, aber jeder von diesen... Es gibt ja diese Sache mit den Auswahlkriterien. Sie sagen, es gibt nur ein paar hundert Auswahlkriterien, aber das bedeutet trotzdem, dass sie quasi danach noch mehrere Schritte weiter tun. Das heißt, wenn es eine Person gibt, auf die eine von diesen Auswahlkriterien zutrifft, dann bedeutet das, dass auch die Leute, die mit ihm kommunizieren, die Leute mit dieser Person wiederum kommunizieren, abgehört werden können. Dann sagen sie auch, dass es eine rechtliche Basis dafür gibt. Es gibt ja dieses geheime Gericht, die dann sagen, ja, im Endeffekt, ja, scheint dazu zu treffen, das scheint ja alles in Ordnung zu sein. Dann, als rauskam, dass was hier alles passierte, und dann sagte das Pfizer-Gericht zum ersten Mal, dass es tatsächlich eine Art Analyse gab, und zum ersten Mal wurden auch die rechtlichen Hintergründe hier diskutiert, und naja, relevant bedeutet nicht wirklich irgendetwas in rechtlicher Hinsicht, das heißt, naja. Und auch wenn man sich einige Cases vom Supreme Court, also dem US-Verfassungsgericht, anschaut, dann wurde auch viel darüber geredet, wie man eigentlich einen Gerichtsbeschluss braucht, um Leute mit GPS zu überwachen. Also hat das Gericht angefangen, noch sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Aber das kam eben erst, als die öffentliche Diskussion tatsächlich herauskam. Und das war nicht wirklich, also es war kein Gericht, das für sich das von Anfang an kritisch angeschaut hat. Als diese Dinge in einem offenen Gericht diskutiert wurden, sah das etwas anders aus. Also es gab jetzt bisher zwei Gerichtsbeschlüsse, eins davon gut, eins davon schlecht. Die erste Meinung war, dass diese ganze Datensammelei vermutlich verfassungswidrig ist. Dann gab es noch eine andere Meinung, die unglücklicherweise in die andere Richtung ging und sagte, ja doch, es ist alles im Einklang mit der Verfassung. Wir hoffen, dass es da noch etwas weitergehen wird. Ich möchte noch kurz darüber reden, warum Metadaten wichtig sind. Viele sagen, naja, es ist ja egal, es sind nur Metadaten, wir gucken uns den Inhalt eurer Kommunikation nicht an. Aber Metadaten sind eigentlich sehr wichtig. Ich habe hier ein paar Beispiele, um zu zeigen, naja, selbst wenn ihr nur wisst, wann mit wem spricht, bekommt man schon eine Menge Informationen über die Bedeutung dieser Kommunikation. Es mag vielleicht sogar leichter sein, herauszufinden, basierend auf diesen Metadaten, worüber ihr geredet habt, als den Inhalt irgendwie abzuhören. Wenn ihr probiert abzuhören, dann gibt es vielleicht eine schlechte Verbindung, man hört nicht besonders gut, dann ist das ein bisschen nervig. Aber mit den Metadaten habt ihr harte Fakten und man kann einige Schlüsse ziehen. Und man kann oft viel mehr über die Bedeutung der Kommunikation sagen, als wenn man die Kommunikation selber gehört hätte. Also, die wichtigste oder die letzte Autorität, die es hier gab, ist die Executive Order 12333. Es ist eine Autorität in einer bestimmten Weise. Es ist aber keine Restriktion zur Überwachung. Anders als der Foreign Intelligence Surveillance Act, der ja wirklich probierte, das Ganze ein bisschen zu limitieren. Es ist wirklich keine Restriktion. Es bedeutet nur, dass wir vielleicht dass die Überwachungstechnologien benutzt werden sollten, die am wenigsten invasiv sind. Und es ist in Ordnung, solange es in Einklang mit der Prozedur ist. Also sie denken sich Prozeduren aus und solange diese Prozeduren erfüllt werden, naja, dann sind die Bedingungen dieser Order erfüllt. Und außerdem sehr hilfreich, am Ende sagen sie noch, dass wenn es
Außerdem sagen sie noch, wenn jemand diese Order verletzt, dann gibt es keine Möglichkeit, irgendjemanden im Gericht zu verklagen. Wunderbare Sache das. Und basiert auf diesem Statut gibt es einige Operationen, die zum Beispiel in Frankreich 70 Millionen Telefongespräche pro Monat überwachen. In Spanien sind es wohl 60 Millionen in Zusammenarbeit mit dem spanischen Geheimdienst. Sie benutzen es, um finanzielle Daten zu kriegen über SWIFT. Haben sie so 180 Millionen Datensätze in 2011 bekommen. Das war immer noch nicht genug, also brauchten sie brauchten auch noch einige Informationen von den Internetanbietern. Wir haben vor kurzem vom Muscular-Programm gehört. Und dieses Programm überwachte quasi die Verbindung zwischen den Datencentern verschiedener Internetdiensteanbieter. Es gibt diese nette Grafik, sie ist eigentlich sogar ziemlich gut. Sie zeigen euch, wo das SSL hinzugefügt oder wieder weggenommen wird und setzen noch ein nettes Smiley-Face dazu. Und ich denke, dieses Smiley-Face ist wirklich, hat einen großen Rückschlag für die NSA bedeutet. Denn es hat bedeutet, dass die Firmen sind da jetzt etwas sauer geworden und haben reagiert, indem sie HTTPS per Default eingebaut haben und haben angefangen, ihre Verbindungen untereinander auch zu unterschlüsseln. Und wie ihr auf der Folie seht ihr die grünen Checkmarks. Also seit wir angefangen haben, diese Umfrage zu machen, gibt es einige neue grüne Felder hier drin. Es gibt ein paar Ausnahmen. Man merkt, dass die Telekommunikationsprovider größtenteils rot und grau haben. Und wir glauben nicht, dass es da allzu viele Neuerungen geben wird. Wir haben etwas über das Co-Traveler-Programm gehört. Das ist das Programm, mit dem sie die Positionsinformationen von vielen Quellen sammeln. Triangulation, WLAN oder GPS. Und wenn Leute zusammen reisen, dann sammeln sie die Daten der anderen Person genauso wie der Person, die sie tatsächlich nicht mögen. Also sie korrelieren also alle Daten von Personen, die sich gemeinsam bewegen. Also hier seid ihr wahrscheinlich jetzt alle Teil des Programms, weil ihr gemeinsam hierher gereist seid. Und sie suchen auch nach nicht angemeldeten mit Vertrag versehenen Telefonen, die nur einmalig verwendet werden. Sie suchen also nach Telefonen, die nur mal angeschaltet werden, telefoniert und dann wieder ausgeschaltet werden und versuchen das in Zusammenhang zu bringen mit Personen, wenn also ein Telefon immer wieder an- und ausgeht. Man sollte also nicht ein Telefon aus- und dann das andere anschalten, weil sie es dann miteinander verbinden können. Man sollte das Telefon angeschaltet irgendwo mal zurücklassen, damit die Position nicht mehr mit der eigenen zusammenhängt. So, dann gibt es noch die gezielten Operationen. Also zusätzlich zu den also großen Datensammlungen suchen sie auch Daten für bestimmte Personen. Also zum Beispiel das Beispiel in Deutschland, dass sie nach das Telefon der Kanzlerin Merkel überwachen. Sie haben mindestens 35 weltweit überwacht. Und sie betreiben auch Industriespionage, insbesondere von verbündeten Nationen. Und das fällt jetzt wieder mit der Begründung zusammen, dass alles, was mit der Beziehung anderen Ländern zu tun hat, darunter fällt. Insofern ist das auch erlaubt. Es gab ein Programm Flying Pig, das SSL-Zertifikate organisiert hat, um SSL zu umgehen. Und
Sie haben Flying Pig mit Prism verglichen. Das heißt, es gibt da scheinbar irgendwo jemanden, der ein Fan von Pink Floyd ist. In den letzten Tagen haben wir etwas gelernt über die Tailored Access Operations, TAO, der NSA. Das ist, wo sie ganz bestimmte gezielte Operationen durchführen, zum Beispiel die E-Mail des mexikanischen Präsidenten oder der OPEC. Sie benutzen zum Beispiel den Google Pref Cookie. Der Vorteil ist, dass fast jeder, der einen Browser benutzt, irgendwann mal mit Google Werbung zu tun hat. Das theoretisch anonymisiert ist, aber es ist einmalig genug, dass man es zum Anzielen einer bestimmten Person benutzen kann. Und wenn Sie ein Ziel haben, dann benutzen Sie das Quantum Insert. Das ist ein Diagramm, das gerade gestern veröffentlicht wurde. Das zeigt, wie Quantum Insert funktioniert. Wenn eine Kommunikation zu einer Website eingeleitet wird, dann setzen Sie sich in die Mitte. Also das heißt, Sie sitzen am Kabel, Sie können schneller operieren als der Server auf der anderen Seite, in diesem Beispiel Yahoo, und können die veränderte Kommunikation zurückgeben, können das Ganze umleiten an den Fox Asset Server. Der Malware bereitstellt statt der eigentlichen Webseite. Das Programm, das tatsächlich die Malware ausliefert, heißt Ferret Cannon. Was Sie versuchen zu schaffen, ist, Sie versuchen nicht zu viele Sachen zu verbrennen. Das heißt, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der sich so ein bisschen damit auskennt, wie jemand wie ihr hier, weil diese Leute es ja herausfinden und der Welt sagen könnten. Also Sie benutzen kleine Dinge, die vielleicht auch nicht so wichtig sind, die nicht so sehr auffallen. Und dann gibt es Bull Run. Das ist quasi Sabotage. Sie setzen quasi kleine Schwachstellen in verschiedene Kryptosysteme, auf die wir uns alle verlassen, damit sie, naja, wertlos werden. Sie setzen Dinge wie Pseudo, arbeiten an den Zufallszahlengeneratoren, die dann quasi nur noch Pseudo-Zufallsgeneratoren sind. Es gibt zum Beispiel, es ist herausgekommen, dass RSA 10 Millionen Dollar bekommen hat von der NSA dafür, dass ihr Programm weiter verwundbar war. Und in 2010 haben wir herausgefunden, dass durch die Benutzung dieser Programme haben sie es geschafft, große Anzahlen von Daten zu durchsuchen. Wir wissen immer noch nicht genau, was es ist und um wie viel es geht. Aber wir wissen, dass es ihnen erlaubt, Dinge zu sehen, die scheinbar verschlüsselt sind. Und sie waren auch sehr interessiert daran, Tor ein bisschen zu verfolgen. Die guten Nachrichten hier sind, dass die grundsätzliche Sicherheit von Tor vernünftig zu sein scheint. Sie haben sich hier vor allem auf den Firefox-Bugs konzentriert, die im Tor-Bundle drin sind bei Leuten, die Firefox benutzen. Wir haben tatsächlich ein Beispiel für diese Technik, die in den NSA-Slides herauskam. Sie haben einen Bug in JavaScript benutzt, um Leute zu identifizieren, die auf einer Onion-Seite waren, das bei Freedom Host gehostet wurde. Das war nicht irgendwie gezielt. Jeder, der auf diesen Freedom Host gegangen ist, ob es jetzt eine terroristische Seite war oder ob er sich einfach Pornos angeguckt hat oder ob es eine Aktivismus-Seite war, alle diese Leute haben diesen Bug bekommen und alle von diesen Leuten konnten zurückverfolgt werden. Und ich denke, das ist ein bisschen gefährlich. Wir haben dieses Bild dort unten, wir haben da eine kleine Modifikation der NSA-Grafik gemacht, um zu zeigen, warum es wichtig ist. Es ist sehr, sehr wichtig, schwierig zu unterscheiden zwischen einem Aktivist und einem Kriminellen, der Tor benutzt. Aber es ist sehr wichtig, die beiden nicht gleich zu behandeln. Denn Aktivisten, die Tor benutzen, sind wirklich abhängig davon. Wir haben auch von der Regierung gehört, dass es keinen Missbrauch von Macht gab. Und dann wurde klar, dass es fast 3000 Fälle innerhalb eines Jahres von unautorisierter Sammlung von Daten gab. Und das war nur in der DC Fort Meade-Gegend. Das sind zwei von den typischen NSA-Stützpunkten. Und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das war kein richtiger Missbrauch. Es war zum Beispiel einfach jemand, der sich vertippt hat und dann statt dem
Country Code für Marokko aus Versehen den Code für Washington eingetippt hat und dann einfach die Kommunikation in Washington bekommen hat. Aber sie sagten, das war ja keine große Sache, denn es waren ja nur Metadaten. Also, wenn ihr hört, dass die Regierung sagt, es war kein Missbrauch, naja, vergesst nicht, dass es Dinge sein könnten, wo sie sagen, naja, wir würden das nicht als Missbrauch bezeichnen, aber ihr würdet das vielleicht als Missbrauch bezeichnen. Es zeigt uns auch etwas sehr Interessantes über diese Programme, nämlich, dass du tatsächlich etwas hast, wo du einen kleinen, einfach, du vertippst dich einfach, du machst einen Tippfehler zwischen 20 und 22, aber es gibt niemanden, der das dann irgendwie kontrolliert. Statt 22 schreibst du 202. Es gibt niemanden, der fragt, möchtest du wirklich das hier tun? Und das gibt eine unheimliche Macht in die Hände von diesen Analysten, die wirklich quasi ohne jegliche Kontrolle. Eine andere Art von Missbrauch kam auch aus, es war irgendwie niedlich, weil es sogar einen Namen gab, LoveInt. Es gab mindestens 10 Fälle, wo Menschen ihre NSA, diese Macht hatten, missbrauchten, die sie durch die NSA hatten, um Geliebte oder Eheleute auszuspionieren. Da sagten sie, ja, das ist ja auch nicht so schlimm, es ist ja nur 10-mal, aber vergesst bitte nicht, dass es sind 10 Fälle, in denen die Leute sich selbst angezeigt haben quasi. Also es sind nicht 10 Fälle, die rausgefunden wurden, weil es irgendwelche Kontrollmechanismen gab. Also etwas, wofür sie das benutzen, ist, um die Glaubwürdigkeit von Radikalisieren zu zerstören. Zum Beispiel, sie schauen sich an, was diese Leute online tun, ob sie sich irgendwelche Pornos ansehen. Sie versuchen, Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass diese Menschen weniger glaubwürdig oder ihre Stimme weniger stark wird. Zum Beispiel, Radikalisierer sind Leute, die über ihre extremen Ansichten online sprechen. Also es sind nicht einmal Leute, die unbedingt selber etwas tun, weil die vielleicht andere Leute dazu inspirieren, Dinge zu tun, die die NSA vielleicht nicht unbedingt so gut findet. Also, was tun wir dagegen? Also, eine Sache, die wir machen, ist, wir arbeiten in den Gerichten und arbeiten aktivistisch sehr stark. Wir arbeiten zusammen mit der Washingtoner Stop Watching Us Koalition und wir haben schon über 500.000 Unterschriften für eine Petition bekommen. Und auf dem Bild seht ihr uns, wie wir diese Unterschriften beim Kapitol abgeben. Und wir haben versucht zu interpretieren, was diese ganzen Programme und was diese Gesetze für die Öffentlichkeit tatsächlich bedeuten, damit die Menschen diese Gesetze verstehen. Wir haben uns US-Gesetze angeschaut. Es gibt momentan 2 Gesetze, die sehr wichtig im Kongress sind. Das andere ist ein Fake Fix von Feinstein und Rogers, das im Endeffekt designt ist, um eigentlich nichts gegen die Überwachung zu tun. Und die Antwort ist also zu sagen, okay, das ist jetzt illegal, wir machen es einfach noch illegaler. Und das andere Gesetz von Leahy und Sensenbrenner versucht tatsächlich, die NSA irgendwie ein bisschen zu limitieren. Und also haltet ein Auge auf diese Dinge, verfolgt das ein wenig. Denn vielleicht können wir durch Leahy und Sensenbrenner tatsächlich einige Verbesserungen in den USA erreichen. Es gibt also nicht nur, US-Gesetze. Wir unterstützen auch weiter die 13 Prinzipien gegen internationale Überwachung. Das sind im Endeffekt 13 Prinzipien, die von verschiedenen Ländern übernommen werden könnten und von verschiedenen Rechtssystemen. Und es geht darum, wann es angemessen ist, Menschen zu überwachen, und es geht darum, dass dies nur getan wird, wenn es tatsächlich nötig und ist. Also ihr könnt auf necessaryandproportionate.net gehen, um euch diese Prinzipien anzusehen. Über 300 Organisationen auf der ganzen Welt unterstützen uns schon, und wir hoffen, dass es die Basis für eine UN-Resolution werden könnte, und ihr könnt auch direkt selber unterschreiben. Es gibt außerdem gleichzeitig verschiedene Dinge in Gerichten noch, die momentan passieren. Zum Beispiel gibt es momentane Verfahren im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber, oh, jetzt sind die Slides. Moment. Entschuldigung. Okay, also. Aber zusätzlich zu der ganzen rechtlichen Sache gibt es natürlich auch noch etwas, was wir mit der Technologie tun können. Also wir können gegen ihre Technik mit besserer Technik bekämpfen. Und eins dieser Dinge ist zum Beispiel HTTPS Everywhere. Das ist auch ein IEFF-Projekt. Es ist ein Add-on für euren Browser, und damit könnt ihr sicherstellen, dass tatsächlich alle Seiten, die HTTPS anbieten, wirklich
HTTPS haben, wenn ihr drauf geht. Aber natürlich gibt es noch viele Dinge, die getan werden können. Und ich hoffe, dass viele, einige Leute in diesem Raum vielleicht etwas da machen können. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass diese Technologien einfach zu benutzen sind. Ich denke, es ist wichtig, End-to-End-Verschlüsselung in Telefonen zu haben oder für SMS. Die gibt es schon, aber sie sind nicht leicht zu benutzen. Und ich denke, es ist wichtig, dass jeder diese Technologien benutzen kann und dass sie auch so ihre eigenen Daten schützen können. Und es gibt und wir sollten auch andere Dinge entwickeln, um zusätzliche Verschlüsselung noch zu schaffen. Wenn ihr vielleicht Jake's Talk heute Morgen gesehen habt, dann könnt ihr auch sehen, vielleicht ist es auch wichtig, unsere Hardware zu verschlüsseln. Wir müssen unsere Crypto-Tools wirklich verbessern und uns vor allem gegen Sabotage wehren. Wir haben auch gesehen, dass einige kryptografische Mechanismen von NIST kompromittiert wurden. Wir brauchen offene Mechanismen, denen wir vertrauen können. Also es gibt vieles, was ihr tun könnt. Also ich denke, viele von euch machen das bereits. Ihr könnt aufpassen. Es gibt viele Informationen. Nehmt diese Informationen auf. Teilt sie mit anderen Menschen. Ihr kennt vermutlich Leute, die nur ein bisschen darüber wissen und vielleicht mehr wissen sollten. Außerdem geht wählen. Geht sicher, dass eure Volksvertreter wissen, dass diese Dinge sind, die euch sehr, sehr wichtig sind. Sie sind diejenigen, die ein bisschen Druck ausüben können auf die USA und dafür sorgen können, dass die Überwachung etwas eingeschränkt wird. Das ist etwas, was wir auch schon gesehen haben. Zum Beispiel die deutsche Regierung hat schon ein bisschen Druck auf die US-Regierung ausgeübt. Lacher im Saal. Hoffe ich zumindest. Und vor allem der wirtschaftliche Druck ist das, was letztendlich entscheidend sein wird. Ich denke, diplomatischer Druck ist gut, aber ich denke, wenn man sich die Situation jetzt momentan anschaut, zeigt sich, dass der wirtschaftliche Druck wirklich das Große ist, was wichtig sein wird, wenn US-Unternehmen geschädigt werden. Etwas anderes, was auch getan werden kann, ist wichtig, ihr solltet alle von diesen Tools benutzen. Geht sicher, dass diese ganzen Anonymisierungs- und Sicherheits-Krypto-Tools, dass sie alle von allen benutzt werden, nicht nur von Menschen, die die NSA vielleicht direkt als Zielscheibe sehen würde, sondern dass jeder sämtliche Krypto zu jeder Zeit benutzt. Es gibt ein paar Dinge, die tatsächlich jetzt schon recht oft benutzt werden, aber End-to-End-Verschlüsselung wird wirklich nur eher selten benutzt. Und letztendlich baut mehr von diesen Tools. Baut mehr von diesen Tools, die uns eine Zukunft ermöglichen, in der ihr wirklich leben wollt. Wir sind momentan auf dem Weg in eine Zukunft, die eher einer dystopischen Sci-Fi-Geschichte ähnelt. Aber wir wollen eine Zukunft, in der wir eine Zukunft haben, in der wir sicher sind. Vielen Dank. Okay. Thank you very much for this very interesting talk. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wir haben noch eine ganze Menge Zeit für Fragen. Wir fangen mit dem Internet an und Leute im Raum können sich an die Mikros stellen, um ihre Fragen zu stellen. Gibt es eine Frage aus dem Internet? Die Frage aus dem ISC jetzt ist, was hat die IFF nach ihrer Versprechung mehr in diesem Bereich zu tun? Erreicht. Also die Frage war, ob wir für die Rechte von Nicht-Amerikanern kämpfen. Ja, da haben wir tatsächlich dran gearbeitet und ich denke, besonders herausgekommen oder was besonders wichtig ist, ist die Sache mit dem angemessen und nötig, mit den 13 Prinzipien, über die wir geredet haben, wo wir diese 300 Organisationen zusammen organisieren und dafür sorgen, dass sie diese Prinzipien unterschreiben und sie auch an verschiedene Länder weltweit weitergeben. Und sie jetzt auch an die UN weiterzugeben, um wirklich Länder dazu zu bringen, diese Prinzipien zu übernehmen. Außerdem versuchen wir, diese Programme durch unser Gerichtssystem zu stoppen. Und wenn diese Programme aufhören zu funktionieren, aufhören benutzt zu werden, naja, das betrifft ja alle Leute an beiden Enden des Telefons. Und wir hoffen, dass wir, wenn wir die Gerichte dazu bringen, diese Dinge als Verfassungsbericht zu bezeichnen, dass wir diese Programme beenden können. Gebe ich vorbei. Hey, vielen Dank für den großartigen Vortrag. Ein Kommentar, als ich den Namen des
Telefontracking namens Fascia gesehen habe. Mussolino in den 30ern, 20ern. Der Name seiner Gruppe war Fascia Dimentimento. Das kann man auf Wikipedia lesen. Vielleicht war das Zufall, aber schon im Zusammenhang. Gibt es Beweise, dass Sie Ihr Wissen über alle, überall dafür genutzt wurden, um Politiker oder Manager auszuwählen, die der NSA dabei helfen, diese Dinge umzusetzen, die insbesondere um zu verhindern, dass Medien davon etwas erfahren? Sie geben 600 Milliarden Dollar 2011 ausgegeben, um Backdoors in Hardware einzubauen. Gibt es Beweise, dass Firmware bereits die solche, also Malware beinhaltet? Sehr gute Fragen. Also zur ersten Frage. Es gibt bisher keine Beweise, dass die momentanen Programme irgendwie benutzt wurden, um die Glaubwürdigkeit von Politikern zu zerstören. Es gibt 6 Menschen, die nicht identifiziert werden, aber beschrieben werden. Diese Radikalisierer, von denen wir geredet haben. Aber die, auf den Slides konnte man nicht sehen, wer diese Radikalisierer waren. Bei der Frage, ob sie das BIOS infiltriert haben, na, da gibt es ein bisschen Geschichte. Wir sollten uns J. Edgar Hoover, den Direktor des FBI, anschauen, der für einige Jahrzehnte tatsächlich Informationen gesammelt hat über verschiedene Politiker, über Leute, mit denen er zusammenarbeiten musste. Und er hat diese Informationen angeblich benutzt, um zum Beispiel ein gutes Budget für das FBI zu kriegen und seine Interessen durchzusetzen. Also da gibt es schon eine unglückliche und sehr gefährliche Geschichte, die wir hier haben. Aber bisher haben wir keine konkreten Beweise gesehen, dass es immer noch passiert. Und die zweite Frage, wo du dir Sorgen darum machst, ob es Probleme mit dem BIOS gibt. Ich weiß nicht, ob du Jake's Talk heute Morgen gesehen hast, aber es war sehr aufschlussreich, was den Missbrauch von Hardware angeht. Und also ich würde dir vorschlagen, dass du dir diesen Talk anschaust und dir die Slides einmal durchsiehst, die heute im Spiegel geleakt wurden. Noch eine Frage aus dem Internet. Frage aus dem IC. Wie kann Individuum dabei helfen, Zensur zu entdecken über eine Propaganda-Gewinnung? Also, wie kann man Überwachung bemerken? Also es ist eine interessante Frage. Ich denke, wenn ich sie richtig interpretiere, dann woher könnte man wissen, dass man, wenn man eine Breitbandverbindung benutzt, ob die Information, die man bekommt, ob das ist, was man wirklich erhalten wollte. Das kann man bei Quantum Insert sehen, wo sie tatsächlich quasi das Internet infiltrieren und wo die Server dir andere Dinge, Informationen zu schicken, die du eigentlich zugeschickt bekommen solltest. Und ich denke, was man tun kann, ist, diese Dinge über alternative Kanäle zu überprüfen. Also wenn zum Beispiel das, was du bekommst, etwas anderes ist, als was jemand über einen anderen Kanal bekommt, dann ist es ein Hinweis, dass diese Dinge eventuell modifiziert wurden. Es ist eine Möglichkeit, so etwas herauszufinden. Soweit wie ich das verstehe, wo sie tatsächlich bestimmte Packets dort hinein tun. Es soll heimlich sein. Es ist designed, um nicht erwischt zu werden. Aber es zeigt sich trotzdem mit diesen Informationen und das kann man tatsächlich bemerken. Es gibt eine andere Art von Zensur, also die Selbstzensur durch Angst und Einschüchterung. Dieser Punkt, wo man denkt, wenn man weiß, dass man überwacht wird und dann bestimmte Informationen vielleicht nicht versucht zu bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr diese Krypto-Tools benutzt und dass ihr Tor-Browser benutzt, damit ihr selbstbewusster an diese Informationen rangehen könnt und diese Informationen suchen könnt. Mikro 4. Ich war neugierig über die Programme wie HTTPS Everywhere. Vielleicht haben wir eines Tages standardmäßig Verschlüsselung. Wäre es nicht auch möglich, die NSA zu spammen?
mit einem Daemon auf meinem Computer, der ständig E-Mail mit entsprechenden Routern raussendet, damit und die NSA denkt, dass würde ich irgendwelche arbeitet ja an einem Programm, das solche Daten raussendet, die so dass möglichst viele Benutzer dabei mitmachen und nicht ein Individuum der NSA gegenübersteht. Ich habe einige Vorschläge in dieser Art gesehen, die sagen, wir wollen die NSA quasi überfordern mit der Masse an Informationen, die sie vielleicht nicht erwarten. Aber eine Sache, die ich weiß, also wenn ihr diese, wenn ihr diese Slides gesehen habt in dem Datencenter in Utah, sie haben unheimliche Kapazitäten, um diese Daten zu speichern und zu verarbeiten. Also man bräuchte wirklich eine unheimlich große Attacke, um wirklich einen Denial-of-Service dort zu erreichen. Also was wir versuchen, ist eher die erste Sache zu tun, dass wir eben versuchen, HTTPS standardmäßig überall zu haben. Zum Beispiel dieses Projekt HTTPS Everywhere kann HTTPS ist ja zunächst einmal Opt-in, aber durch HTTPS Everywhere wird es Default und wir versuchen auch mit Firmen zusammenarbeiten, um das tatsächlich dafür zu sorgen, dass es Standard wird. Und wenn ihr euch diese Slide anschaut, über die wir vorher geredet haben, dann seht ihr auch, dass viele Firmen vor allem über die letzten und viele Seiten vor allem über die letzten Wochen HTTPS vor allem standardmäßig benutzen und ich denke, dass wichtig ist, wirklich sämtliche Verschlüsselung immer und überall zu benutzen. Zwei Fragen. Das eine ist über den wirtschaftlichen Druck. Und zu klären. Also was du sagst. Man sollte in der Realität Windows-Produkte von allen internationalen Einkäufen ausschließen, damit sie nicht dazu in der Lage sind, ihre Produkte zu verkaufen. Und das Zweite, was ist rechtlicher Druck? Von Leuten, die da außerhalb des Rechts, also illegale Aktivitäten durchführen. Sollten wir unseren Nationen die Antiterrorgesetze angucken, um zu sehen, ob sie für uns nutzbar sind? Also lass mich darüber reden, ja, auf jeden Fall. Bei dem ersten, ja, wirtschaftlicher Druck. Ja, ich denke auch, dass das das Wichtigste und das Effizienteste ist. Es ist etwas, bei dem wir wissen, dass die US-Regierung auf so etwas reagiert und dass sie sich Sorgen macht um die Gewinne der US-amerikanischen Firmen. Und eines der Dinge, das tatsächlich extra, das war tatsächlich beeindruckend. Es gab verschiedene, es gab 8 Internetfirmen in den USA, die die Regierung gebeten haben, mit der ganzen Überwachung aufzuhören, in Teilen, weil es ihre ihren Interessen entgegenwirkte. Und denn die Regierung zerstört die Glaubwürdigkeit dieser Firmen und hält sie davon ab, diese Dinge überall in der Welt zu verkaufen. Denn diese Programme haben Backdoors. Und das ist ein Grund, warum manche Leute diese Programme vielleicht nicht benutzen wollen würden. Und ich denke, das würde einen sehr starken Effekt haben. Und Leute, Kriminelle zu verfolgen, rechtlich zu verfolgen, den Versuch gab es. Und es gab Anklagen, bestimmte Mitglieder der Bush-Administration, zusammen mit vor allem mit anderen Leaks, die es in der Vergangenheit schon gab, nicht nur bei Überwachung, sondern auch mit Dingen, die mit dem Irakkrieg zu tun hatten. Und das hat nicht wirklich einen Effekt gehabt auf die Politik. Noch eine Frage aus dem Internet. Was denkst du über Versuche wie GNU Internet? Also die Frage ist, was denke ich... Nochmal, bitte? Was denkst du über GNU-Internet, dass man standardmäßig allen Traffic verschlüsselt? GNU-Net, das kenne ich nicht, aber ich kann wirklich nur wiederholen, dass wir möchten, dass der Standard ist, dass sämtlicher Internetverkehr verschlüsselt wird. Es gab einen Punkt, wo man nicht glaubte, dass Verschlüsselung irgendwie nötig wäre und dass es wünschenswert wäre, aber ich denke, dass wir diese Standards tatsächlich ändern sollten,
um Verschlüsselung als ein ganz fundamentales Feature von Kommunikation zu verwenden. Eine letzte Frage. Hey, also du hast ein paar Beispiele genannt, wo rechtliche Begriffe uminterpretiert werden auf Art und Weise, die nicht viel Sinn machen. Zum Beispiel das Akquirieren von Daten, ohne das Wort akquirieren zu verwenden. Warum kommen Sie, also warum brauchen Sie überhaupt diese pseudorechtlichen Erklärungen? Ist das einfach nur, damit Sie hinterher eine Rechtfertigung haben, wenn es öffentlich wird, dass Sie eine Ausrede haben? Oder wofür ist dieser rechtliche Rahmen? Zum Beispiel wäre meine Erwartung, dass die NSA oder Behörden generell einfach machen, was sie tun wollen. Und wenn dort noch mehr ist, was außerhalb dieses rechtlichen Rahmens ist, was kommt, wie kommt das? Gute Frage. Aber warum soll man diese Wortspiele spielen? Naja, es gibt verschiedene Gründe. Der eine ist intern, der andere ist extern. Wir haben uns einige von diesen Beispielen angeschaut. Zum Beispiel Akquisition ohne Akquirierung und Sammeln ohne Sammlung ohne zu sammeln. Und zum Beispiel die Sache mit der Sammlung, das ist etwas, was extern benutzt wurde. Also sie haben, konnten zum Beispiel, als sie im Kongress befragt wurden, konnten sie sagen, naja, wir sammeln dies nicht, wir sammeln das nicht. Aber in ihrem Kopf meinten sie heimlich, naja, wir sammeln nicht, wenn man das auf dieser komischen Definition basiert. Und dann dachte natürlich der Senator, na gut, sie meinten Sammlung im allgemeinen und typischen Sinne. Und so konnten sie später, als es herauskam, nicht irgendwie belangt werden. Und es gab einen Vorfall mit dem Direktor von der NSA, Clapper, wo er in eine Ecke gedrängt wurde, wo er eine sehr direkte Frage gefragt wurde, wo der Senator ihn fragte, es ging um die Telefonanrufslisten, aber im Wesentlichen benutzen sie tatsächlich diese Wortspiele, um Fragen beantworten zu können, ohne wirklich die Antworten zu geben, nach denen gefragt wird. Aber wenn es um Dinge geht wie Akquisition und Akquirierung, das war etwas, was geheim getan wurde. Das war in einem geheimen Memo, das wirklich nur einer kleinen Gruppe von Menschen bekannt war. Und ich denke, der Grund hierfür ist, dass, glaubt es oder nicht, aber es gibt immer noch ein paar gute Menschen dort draußen, auch in der Regierung. Menschen, die eine Übersetzung oder eine Erklärung sehen müssen, warum diese Sache gesetzlich ist. Auch wenn sie nicht unbedingt moralisch gegen diese Überwachung sind, glauben sie doch an Gesetz und Ordnung. Und diese Menschen wollen diese Erklärungen sehen. Und sie versuchen dies auf zwei Weisen zu tun, indem sie sich zum Beispiel diese, naja, schlechten Erklärungen ausdenken, damit sie sagen können, naja, mach dir doch keine Sorgen, wir haben diese kleine Erklärung hier, die ist wunderbar. Und das ist nützlich zu einem, in einer gewissen Weise, denn es gibt diese Menschen, die sich tatsächlich Sorgen um die Gesetze machen und sie fangen nun an, alternative Sichtweisen zu sehen und alternative Sichtweisen dieser rechtlichen Interpretation zu sehen. Und vielleicht werden sie dann letztendlich denken, naja, oh, was wir getan haben, das war vielleicht doch falsch. Und dann werden sie sich erinnern, dass der Eid, den sie getan haben, ein Eid auf die Verfassung war. Und es war der Meinungsrecht und das Recht auf Meinungsfreiheit respektiert. Ja, vielen Dank für diesen Talk.